Atzes Weihnachtsbaggerei. Leute, ich werde hier oft gefragt, Atze, wie geht das? Richtig flirten, wie machst du's? Gute Frage, gerade in der Weihnachtszeit gibt's ja so viel zu baggern. Ja sicher, und was macht sexy? Ja, macht sexy. Gestatten, Atze Schröder, Chef an der Schippe. Letzten Freitag steige ich vom Weihnachtsmarkt in ein Taxi. Fragt mich der dieselsabbernde Daimler-Kutscher, wo soll's hingehen, Oberlocke? Ich sag, ist egal, fahr mich irgendwo hin, ich werde überall gebraucht. Don 200 CDI fährt los und ich sehe noch so eben im Augenwinkel, wie zwei perfekt aufgebrezelte braune Nuskati-Schnitten zum Edelitaliener La Bella Salmonella reingehen. Tür auf, den Kutscher mit 4 Euro bewerfen, sich mit der Chuck Norris-Rolle aus dem Dotterkutter schmeißen. Ein einziger flüssiger Bewegungsablauf. Präzise Landung, kurzer Lockencheck, Brillengriff und ran. Vorne an den Parmesan-Tempeln Schild. Heute Weihnachtsfeier Debitel AG, geschlossene Gesellschaft. Ja, ich rein und dem Geschäftsführer einen Huni in die Hand gedrückt. Hier, yeah, jetzt gehst du mal zum Mikro und sagst nur, bitte begrüßen Sie den neuen Hauptanteilseigner Atze Schröder. Applaus! Ich sag, liebe Mitarbeiter, als erste Amtshandlung Champagner für alle. Mineralwasser war gestern, jetzt kommt The Queen of Table Dancing. Ab dafür! Leute, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber wenn am nächsten Morgen der ganze Bums in Schutt und Asche liegt und alles mit Flatterband abgesperrt ist, muss es wohl verdammt gut gewesen sein. Ja, sicher. Leute, immer dran denken. Viel hilft viel. Planieren statt banieren. Flirten ist wie eine Schrottflinte. Breit streuen. Es gilt die alte Atze-Regel 10-3-1. 10 Verabredungen, 3 Abschlüsse, 1 Empfehlung. Euer Atze. Atze Schröder. Nur bei uns und live mit seinem neuen Programm Revolution. Alle Tourdaten auf atzeschröder.de. In der Weihnachtsbankerei. Antenne Düsseldorf.